Nach vielen verdienstvollen Jahren für die Stadtgemeinde Schwechat wurde der ehemalige Vizebürgermeister und Seniorenbeirat Walter Steiger von der Bürgermeisterin Karin Bayer mit einem großen Dankeschön in die verdiente Pension verabschiedet. Ein Leben für die Politik, ein Leben für die Bürger Schwechats. Grund genug für die Schwechater Bürgermeisterin Karin Bayer, Walter Steiger im Beisein des Seniorenbeirats ein schönes Abschiedsgeschenk zu überreichen. Walter Steiger war viele, viele Jahre politisch und lebenstechnisch aktiv in dieser Stadt, wird das hoffentlich auch noch viele Jahre bleiben. Und nachdem er uns jahrelang als Vizebürgermeister betreut hat in Schwechat, wohnen tut er in Gledering, das auch mit tiefer Überzeugung. Und er hat einfach eine Fülle von Aufgaben erfüllt. Er war viele Jahre für die Feuerwehren zuständig. Er hat im Straßenbau, im Schulbau überall mitgemischt in seinen aktiven Jahren. Und als er dann als Vizebürgermeister nicht mehr aktiv war, hat er begonnen, den Seniorenbeirat zu betreuen. Als Vorsitzender hat das viele, viele Jahre gemacht und hat bei der letzten Sitzung bekannt gegeben, dass es für ihn langsam genug sein wird. Und deswegen haben wir ihn heute feierlich verabschiedet und haben seine bisherige Stellvertreterin interimistisch eingesetzt, bis dann der neue Beirat, der Beirat einen neuen Obmann gewählt haben wird. Warum haben Sie sich dazu entschlossen, so viel von Ihrer Kraft für die Stadt zu geben? Ja, mein Gott, na, das ist von Tag zu Tag gewachsen. Und es war mir einfach eine Ehre, da mitzutun und da für Schwechat und für die Bevölkerung was zu leisten. Was war im Seniorenbeirat für Sie wichtig? Warum haben Sie den gegründet? Ja, das war so gegründet, ist er ja vor mir geworden, ganz kurz vor mir, und ich habe das dann übernommen. Beim Seniorenbeirat ist ganz einfach wichtig, dass da auch eine Stimme für die Stadt da ist. Das heißt also, dass von den Senioren Anregungen kommen, die eben seniorengerecht sind. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Solche Bürger kann man sich ja eigentlich nur wünschen als Bürgermeisterin, oder? Die von der Jugend bis ins hohe Alter für die Stadt aktiv sind. Ich glaube, dass er ein leuchtendes Beispiel dafür sein kann, was man alles im Ehrenamt und freiwillig für seine Stadt tun kann. Heutzutage ist das oftmals nicht einfach, junge Leute noch so zu motivieren. Und ich wünsche ihm und uns, dass er ein Beispiel sein mag für so manchen Jungen, sich genauso zu engagieren. Aber jetzt möchten Sie Ihre Pension wirklich genießen? Na, mal muss man Ruhe geben. Es hat alles irgendwo ein Ablaufdatum, und wenn ich das ja schon über 10 Jahre jetzt gemacht habe, dann ist es so, dass einmal ein frischer Wind auch ganz gut tut. Was arbeitet der Seniorenbeirat eigentlich? Der Seniorenbeirat vertritt in seiner großen Runde die Interessen unserer Senioren, Pensionisten. Und da sitzen Vertreter von allen Seniorenclubs und Bünden drinnen, und da werden gemeinsame Reisen geplant, da werden Dinge besprochen. Ein Beispiel aus der letzten Zeit war, es gab einen neuen Fahrscheinautomaten in Schwechat, und da wurde vom Seniorenbeirat organisiert, dass interessierte Pensionisten dorthin gebracht werden und ihnen erklärt wird, wie es zu einem neuen Fahrschein kommen. Das mag klein klingen, aber wenn es niemand macht, dann kennt sich keiner aus, wenn er davor steht. Und das, dort sehe ich eigentlich das Hauptwirkungsgebiet, dass die Leute zusammenkommen, dass miteinander geredet wird und dass, wenn sich irgendwelche Neuerungen ergeben, die Senioren einfach nicht auf der Strecke bleiben. Für die Nachfolge an der Spitze des Seniorenbeirats läuft jetzt die Bewerbungsfrist an.